Europa braucht schnelle Verkehrsverbindungen, um den stetig wachsenden Güteraustausch ohne gleichzeitige Zunahme der Umweltbelastungen bewältigen zu können. Die Transportleistungen können und dürfen nicht allein durch die Straße aufgenommen werden. So kommt der zunehmenden Nutzung der Schienenwege und deren Ausbau als nachhaltige Verkehrsträger eine besondere Bedeutung zu. Zumal die Klimabilanz, vor allem beim CO2-Ausstoß, eindeutig für die Schiene spricht. Eine wichtige Rolle in diesem Zusammenhang spielt die Lausitz zwischen Hoyerswerda und der Neiße. Eine Landschaft, die der Kohlebergbau verändert hat, die sich aber auch ihre Ursprünglichkeit bewahrt. Teil der Landschaft ist die Eisenbahn. Die Strecke zwischen Knappenrode und der Neiße im östlichen Sachsen, die Niederschlesische Magistrale. Ein wichtiges Teilstück der Ost-West-Verbindung im internationalen Schienennetz. 1874 fuhren erstmals Züge auf der Strecke. Und die Menschen, die hier leben, sind im Laufe der Jahre mit ihr verwachsen. Wir sind seit 1945 hier ansässig. In der Nachkriegszeit haben wir Material über die Bahn bekommen. Als Jugendlicher sind wir zur Disco gefahren, nach Mücker. Das war immer ein Highlight. Und ich habe ganz oft meine Frau von der Bahn abgeholt und auch wieder zum Zug geschafft, damit sie nach Hause fahren konnte. Nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs wurde als Reparationsleistung eins der zwei Streckengleise abgebaut. Die Strecke blieb seither eingleisig und ohne Oberleitung. Sie wurde zum Nadelöhr für den internationalen Güterverkehr. Ab 2010 baute die Deutsche Bahn für die Bundesrepublik Deutschland diesen Abschnitt des paneuropäischen Verkehrskorridors Deutschland-Polen-Ukraine aus. Das bedeutete ein durchgehender zweigleisiger Ausbau und Elektrifizierung auf 55 Kilometern Strecke zwischen Knappenrode und der Neißebrücke. Eine Strecke mit Überholgleisen in den Bahnhöfen für Züge bis 740 Metern Länge, mit neun Brücken, die die Querung der Gleise erleichtern, und sechs Stationen. Gesetzlicher Auftrag und Ziel der Planer war und ist ein umweltverträglicher Ausbau. Naturschutzmaßnahmen erhalten Lebensräume für Menschen, Tiere und Pflanzen. Der letzte Planfeststellungsbeschluss wurde im Januar 2017 zugestellt. Nach dem Rückbau der gesamten alten Bahnanlage wurde ab Januar 2018 der Bahnkörper grundhaft ertüchtigt. Alle vorhandenen Brücken und Durchlässe wurden neu gebaut. Im Frühjahr 2018 wurde damit begonnen, die Oberleitung und die Signaltechnik aufzubauen. Im Bahnhof Niesky entstanden neue Bahnsteige für den Regionalverkehr mit einem Fußgängertunnel und Aufzügen. Auch die Bahnsteige aller anderen Stationen an der Strecke wurden vollständig erneuert und dabei barrierefrei ausgebaut. Neue Beleuchtungsanlagen, Wetterschutzhäuser und Anlagen zur Reisendeninformation verbessern Sicherheit und Komfort für Reisende im Regionalverkehr. Auch die Infrastruktur im Bahnhof Niesky wird bis Ende 2019 fertiggestellt sein. Modernste elektronische Steuerungstechnik und die Elektrifizierung mit Übergang zum polnischen Fahrleitungsnetz bieten die Basis für einen leistungsfähigen Güterverkehr. Modernen elektrischen Mehrsystemlokomotiven wird ermöglicht, die Transition von Zugsicherungs- und Stromsystem an der Grenze zu Polen ohne Halt zu absolvieren. Der Verzicht auf den früher obligatorischen Lokwechsel und die Geschwindigkeitserhöhung auf 120, zwischen Knappenrode und Horka sogar auf 160 km pro Stunde, garantieren eine deutliche Fahrzeitverkürzung für alle Verkehrsarten. Besonders die Unternehmen der Region warteten auf die Inbetriebnahme. Die Wirtschaft freut sich insgesamt auf die Fertigstellung dieser schnellen Magistrale. Sie wird Aufschwung in die Region bringen, sie wird Arbeitsplätze in die Region bringen. Parallel zu den Bauarbeiten bereiteten sich Beamte der Bundespolizei darauf vor, die Anwohner mit den auch für die Lokführer neuen Gegebenheiten vertraut zu machen. Die Bundespolizei begleitet von Anfang an das Bauprojekt der Neubaustrecke. Zum Ende der Baumaßnahmen werden wir in Zusammenarbeit mit der Deutschen Bahn Präventionsmaßnahmen durchführen, um größere Unfälle oder Schäden zu verhindern. Nach der technischen Inbetriebnahme testete die Bahn die neue Infrastruktur. So wurden unter anderem mit Messfahrten die Oberleitungsanlage und die Signaltechnik geprüft. Und in den letzten drei Wochen vor Inbetriebnahme erprobten die Verkehrsunternehmen gemeinsam mit der Bahn die neue Strecke und bildeten die Lokführer für die Fahrt auf der neuen Eisenbahnanlage aus. Mit einer Sonderfahrt und einem Bürgerfest wurde in Niesky am 3. Dezember die Wiedereröffnung der Strecke gefeiert. Die Bürger der Region konnten sich über die Vorzüge der neuen Eisenbahnstrecke informieren und dies gleich bei Schnupperfahrten zwischen Niesky und Hoyerswerda testen.
Parallel präsentierte eine Fahrzeugschau die Leistungsfähigkeit der Schienenfahrzeugindustrie in der Lausitz. Mit der Inbetriebnahme feiern wir in Nieske den Abschluss eines der größten Infrastrukturprojekte in der Lausitz. Wir erwarten viele Güterzüge, damit wir wirklich einen Beitrag leisten können zur Verlagerung des Verkehrs von der Autobahn auf die Schiene. Das Projekt selber ist noch nicht fertig. Wir haben noch viele Leistungen zu erbringen im Bereich Zugänglichkeit des Projektes im Störungsfall. Und wir werden auch noch das europäische Zugsicherungssystem ETCS im Level 2 hier einführen bis zum Jahr 2023. Und am 9. Dezember zum Fahrplanwechsel wurde der kommerzielle Betrieb mit dem Personen- und Güterverkehr aufgenommen. Seit diesem Datum fahren über die fertiggestellte, zweigleisige und elektrifizierte Strecke nicht nur mehr systemfähige Züge im internationalen Güterverkehr, sondern auch wieder Personenzüge der Regionalbahn 64 zwischen Hoyerswerda und Görlitz.